Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Gothic 2, die Nacht des Raben, hier bei Bosper, dem Poker. Willkommen in meinem Laden, Fremder. Ich bin Bosper. Ich baue Bögen und handle mit Fellen. Was treibt dich nach Korinis? Du bist bestohlen worden, das machen wir danach. Ich suche Arbeit. Ich könnte einen neuen Lehrling gebrauchen. Dein Vorgänger hat gerade vor 2 Tagen seinen Job an den Nagel gehängt. Was? Verstehst du denn was vom Jagen? Naja. Ich könnte dir beibringen, wie man Tieren das Fell abzieht. Ich zahle gut für jedes Fell, das du mir bringst. Warte mal. Ja. Was ist, wenn ich bei einem anderen Meister anfangen will? Unsinn. Harad und Matteo haben schon Lehrlinge. Konstantino, der Alchemist, ist ein Eigenbrötler. Er hat schon seit Jahren keinen Lehrling mehr angenommen. Und was Torben betrifft, jeder weiß, dass er kein Geld hat. Er könnte dich vermutlich nicht mal bezahlen. Ich hingegen brauche dringend einen Lehrling. Und ich zahle auch gut. Aber egal, bei wem du anfangen willst, du brauchst die Zustimmung aller anderen Meister aus der Unterstadt. Ach ja. Bekomme ich deine Zustimmung, um bei einem der anderen Meister anzufangen? Nun gut, ich werde zustimmen. Aber unter einer Bedingung. Arbeite wenigstens eine kurze Zeit lang für mich. Dann kannst du mit Sicherheit sagen, ob dir mein Handwerk liegt oder nicht. Und wer weiß? Vielleicht gefällt es dir am Ende ja und du bleibst bei mir. Wenn du gut genug bist, um bei mir anzufangen, bist du auch gut genug für alle anderen hier. Du hast ja eine hohe Meinung von dir. Aber ja, das klingt fair. Das klingt fair, dass ich das mal ausprobiere. Warum hat dein Lehrling seinen Job aufgegeben? Mir hat er nur gesagt, es sei zu gefährlich geworden da draußen. Wenn es dich wirklich interessiert, kannst du ihn ja selber fragen. Er heißt Bartok und treibt sich vermutlich in der Nähe von Koragons Kneipe rum. Geh vom Schmied aus durch die Unterführung, dann läufst du direkt darauf zu. Ja, den haben wir jetzt auch getroffen. Das wird er bestohlen. Ja, das frage ich ihn, wenn ich zurück bin. Ich werde jetzt erstmal seine Aufgabe erfüllen. Was soll ich für dich machen? Ich werde dir beibringen, wie man Tieren das Fell abzieht. Und du besorgst mir, sagen wir, ein 50 Wolfsfelle. Oh je. Dann weiß ich, dass du dein Handwerk beherrschst. Wenn du dafür nicht ewig brauchst und die Felle einigermaßen in Ordnung sind, kannst du von mir aus bei mir anfangen. Oder bei einem der anderen Meister, wenn du unbedingt willst. Das kostet leider 5 Lernpunkte. Mist, warte mal. Ja, dann mache ich halt ein bisschen weiter. Oder habe ich Felle dabei? Nee, habe ich nicht. Woher auch? Ich habe gehört, du bist bestohlen worden. Von wem hast du das gehört? Vermutlich Bartok, hm? Hatte wohl wieder mal nichts Besseres zu erzählen. Na egal. Ich kann dir sagen, wenn ich den Mistkerl in die Finger bekomme, ist er dran. War nur kurz mal nicht im Laden. Als ich wiederkomme, sehe ich ihn gerade noch rausgehen, mit meinem Bogen über der Schulter. Hab direkt die Wachen gerufen, aber der Mistkerl ist Richtung Hafen gerannt. Und dort ist er ihnen dann entwischt. Daraufhin habe ich ihnen mächtig Feuer unterm Arsch gemacht. Und sie haben das gesamte Hafenviertel durchsucht. Aber gefunden haben sie nichts, diese unfähigen Büttel. Ich wette, mein Bogen ist noch irgendwo in der Stadt. Ich habe den Wachen an den beiden Stadttoren Bescheid gesagt. Und die haben niemanden mit meinem Bogen rausgehen sehen. Wenn ich den Mistkerl erwische. Naja, ich kam ja auch rein, ohne an den Wachen vorbeizugehen. Aber ich glaube, nach draußen ist es doch ein bisschen schwieriger. Zeig mir deine Ware. Kann ich dir die Felle einfach abkaufen? Nee, ne? Das wäre zu einfach. Oh, der wäre gut. Der wäre, glaube ich, gut. Das brauche ich nicht wirklich. Ja, nee, ich habe halt nicht wirklich was, was ich verkaufen kann. Ich brauche irgendwo Erfahrung her, damit ich das Fell abziehen lernen kann. Allerdings ist es jetzt gerade auch ein bisschen arg dunkel. Hatte ich da nicht mal ein Angebot im Hafen, um ein bisschen Spaß zu haben? Bis das vorbei ist, ist doch bestimmt der nächste Morgen, oder? Das probiere ich doch einfach mal aus. Das hast du nicht gewusst. Das war hier drüben. Das hast du nicht gewusst. Das ist doch nichts Neues. Genau, das war hier. Ich weiß langsam. Da stehst du ja draußen rum. Geh rein und triff dich mit der leidenschaftlichen Nadja. Dieses heiße Geschöpf der Nacht wird deinem Leben einen neuen Sinn geben. Okay, da bin ich ja gespannt. Die Frage ist nur, habe ich genug Gold? 36. Was kostet das? Schauen wir mal. Bromor. Gehört dir der Laden hier? Ich bin Bromor. Das hier ist mein Haus und das sind meine Mädels.
Ich mag meine Mädels. Und wenn du meine Mädels auch magst, dann bezahlst du dafür 50 Goldstücke. Und komm nicht auf die Idee, hier Ärger zu machen. Ich will mich amüsieren. 50 Goldstücke, hey. Die habe ich leider nicht. Schade. Hey, ich kann mich jetzt nicht um dich kümmern, Süßer. Sprich mit Bromor, wenn du dich amüsieren willst. Der erzähle ich gar nichts mehr. Jack, hey! Den kann ich auch nicht erklären. Erzählen? Sprich mit Bromor, wenn du Spaß haben willst. Ach, du bist ja freundlich. Dich will ich nicht. Na gut. Ich weiß ja, wo ich hier übernachten kann. Das ist mir ja auf dem Weg hier rein aufgefallen, als ich in die Stadt reinkam. Nämlich da hinten beim Paladin-Schiff gibt es ja diese eine Pritsche. Und bei der Gelegenheit kann ich ja bei einem Fischer nochmal vorbei. Ob ich denn, weiß ja nicht, ob ich Neuigkeiten für ihn habe. Schauen wir mal. Rohes Fleisch, dankeschön. Fisch. Ein. Rot. Okay. Gehört wohl niemandem. Ach, da unten ist er. Interessiert es den überhaupt nicht, wenn ich die Fische wegnehme? Sieht so aus, ja. Und, wie beißen die Fische? War schon mal besser. Zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel. Du tust mir schon irgendwie leid. Na gut, dann will ich dir mal deinen Schlafplatz streitig machen. Da muss ich nicht so weit laufen. So, bis zum nächsten Morgen. Geht doch. Und schon ist wieder hell und alle sind wieder auf ihren normalen Plätzen. Yay! Hui, Glück gehabt. Was tue ich denn hier? Meine Güte. Bei der Gelegenheit speichere ich einfach mal. Oh Mann. Was? Ach so, die trainieren nur. Gut, Glück gehabt. Kann ich da jetzt eigentlich hoch? Tatsache. Das mögen die bestimmt nicht. Ich würde wetten, da vorne ist Einlasskontrolle. So ist es Innos Wille. Das war doch schon vorher klar. Gut, ich brauche aber irgendwo Erfahrung her. Wo kriege ich die her? Man darf halt nicht alles glauben, was man hört. Von Bürgern wahrscheinlich nicht. Es gibt dort nur noch mehr. Ah, du bist Händler. Hey, brauchst du Fisch? Bei mir bekommst du Fisch ganz frisch aus den Tiefen des Meeres. Möglich ist alles. Zeig mir deine Fische. 12 Fische. Eigentlich keiner auf mich. Nee. Keine Ahnung, sag du es mir. Das muss nicht sein. Ich kann das nicht glauben. Das ist eine schlimme Sache. Wer erzählt denn sowas? Ich brauche keine Fische, ich brauche Erfahrung. Ich schaue mich mal hier hinten noch ein bisschen um. Vielleicht gibt es da irgendwas Tolles. Das Schöne am Hafenviertel ist, es ist sehr verwinkelt und es gibt überall was zu entdecken. Ich mag das Hafenviertel. Hey, Edda. Was kochst du da? Eine Fischsuppe. Sie ist nicht besonders würzig, aber wenigstens heiß. Du kannst gerne einen Teller probieren. Ja. Kannst du mir eine Suppe kochen? Ich koche für alle Leute. Auch für dich, wenn du willst. Du musst mir nur einen Fisch bringen. Habe ich keinen dabei? Schade. Was kannst du mir über die Stadt sagen? Die meisten Bürger der Stadt haben Angst vor Dieben. Deshalb ist es keine gute Idee, fremde Häuser zu betreten. Aber wenn du einen Platz zum Schlafen suchst, kannst du gerne in meiner Hütte schlafen. Ich habe noch ein Bett frei. Hast du keine Angst vor Dieben? Das einzig Wertvolle, was ich je besaß, ist mir schon genommen worden. Meine Innos-Statue wurde mir gestohlen. Dann schaue ich mal, dass ich die wiederfinde. Oder wenn ich eine irgendwo finde, dass ich die dann dir bringen kann. Gut, immerhin habe ich jetzt einen guten Schlafplatz, der nicht mehr im Freien ist, irgendwo. Am Hafen. Gut, am Hafen immer noch, aber. Und es wird noch viel schlimmer. Halt nicht mitten im Freien. Er erzählt. Was ist das hier? Keine Ahnung. Das ist mal wieder typisch. Ein Bürger. Bürgerin. Dumm-di-dumm. Das ist ja schrecklich. Aber irgendwie werden die Leute hier ständig bestohlen, ne? Und alles führt irgendwie zum Hafen. Das ist schon auffällig. Mein Mann sieht das anders. Und wer ist das hier? Ah, eine andere Schmiede. Was führt dich in diese arme Gegend? Was suchst du hier?
Was? Ich sehe mich um. Ich sehe mich nur mal um. Aha. Dann lass dich besser nicht beim Umsehen erwischen. Was? Scheint nämlich so, als hätten wir ein paar Diebe in der Stadt, die den reichen Leuten ihren Krempel klauen. Die Stadtwache hat letztens das ganze Hafenviertel auf den Kopf gestellt, aber sie haben nichts gefunden. Was weißt du über die Diebe? Nichts. Aber alle Bürger haben Angst und sind misstrauisch geworden, ne? Vor allem Fremden gegenüber. Lass dich nicht in fremden Häusern erwischen. Darauf ist keiner gut zu sprechen. Ja, vor Dieben muss man sich schützen. Am besten mit einem dicken Knüppel. Kannst du mir was beibringen? Ach, ich schmiede hier ein paar Beschläge und Nägel und repariere Eisenteile. Aber vom Schmieden von Waffen verstehe ich nicht genug, um dich zu unterrichten. Wenn du das lernen willst, dann geh zu Harad. Ja, der kann Waffen schmieden. Aber wenn du ein bisschen deine Muskeln trainieren willst, dabei kann ich dir helfen. Was willst du fürs Training haben? 50 Goldstücke und ich helfe dir dabei, stärker zu werden. Oh Mann, ich habe keine 50 Gold. Ich habe mir Karten gekauft. Vielleicht war das ein Fehler. Oh, wer ist das? Ein Alchemist? Ah, du kommst mir gerade recht. Ich suche noch einen Assistenten für ein magisches Experiment. Du willst doch bestimmt der Wissenschaft einen Dienst erweisen. Immer langsam. Sag mir erstmal, worum es geht. Besser. Ich habe einen neuen Zauber entwickelt. Einen Zauber des Vergessens. Ich konnte bereits einige praktische Anwendungen durchführen, aber mir fehlt die Zeit für einen abschließenden Test. Erzähl mir mehr über das Experiment und den Zauber. Der Zauber dient dazu, dass der Betroffene verschiedene Ereignisse wieder vergisst. Bisher konnte ich nur feststellen, dass er funktioniert, wenn der Betroffene verärgert ist, also wenn er gerade bestohlen oder niedergeschlagen wurde. Auch wenn er eine solche Tat nur gesehen hat, wird er sie wieder vergessen. Heißt das, ich soll irgendjemanden niederschlagen und dann verzaubern? Das macht dann wohl nur Sinn, wenn derjenige nach der Schlägerei wirklich verärgert ist. Hier im Hafenviertel sind Schlägereien nichts Ungewöhnliches, also müsste ich mir schon woanders ein Opfer suchen. Ja, ich denke, du hast verstanden, worum es geht. Aber um jemanden zu verärgern, reicht es, wenn du ihn angreifst. Du musst ihn nicht niederschlagen. Bevorzugt dafür sind Leute, die alleine sind. Wenn noch weitere Personen anwesend sind, kriegst du nur Probleme mit Lord André. Und es macht wenig Sinn, den Zauber auf jemanden zu sprechen, der dich gerade angreift. Warte auf den richtigen Augenblick. Was hab ich davon, wenn ich dir helfe? Ich kann dir das Brauen von Tränken beibringen. Ich kenne die Rezepte von Heilungs- und Mana-Essenzen und Geschwindigkeitstränken. Oh, das ist praktisch. Das mache ich. Okay, ich teste den Zauber. Dann nimm diese Spruchrolle und such dir ein geeignetes Versuchsobjekt. Wenn du die Sache erledigt hast, komm zurück und erzähle mir, wie es gelaufen ist. Oh ja, das mache ich gerne. Wo ist dir denn die Spruchrolle? Hier, vergessen. Hier rüste ich gleich mal aus, für alle Fälle. Aber jetzt will ich erstmal ein Buch schmökern. Yay, ein neues Buch! Plus 25 Erfahrungspunkte. Über magische Essenzen. Und ich schätze mal, wenn ich hier irgendwas mitnehme, dann wird der ziemlich verärgert sein. Moment. Vom Schlösserknacken verstehe ich nichts. Moment. Ich könnte den Typen selber zusammenschlagen. Und danach das Ganze vergessen lassen. Oder ihn ausrauben und ihn jetzt danach vergessen lassen. Allerdings glaube ich, dass es da noch eine bessere Möglichkeit dafür gibt, diesen netten Zauber einzusetzen. Gerade wie der Held selber auch gesagt hat, eher in der Unterstadt oder im oberen Viertel. Was willst du? Ich wollte mich hier mal umsehen. Und wo genau willst du hin? Ist hier in letzter Zeit was Aufregendes passiert? Die Stadtwache hat vor kurzem das ganze Hafenviertel auf den Kopf gestellt. Sie waren auf der Suche nach Diebesgut.
In letzter Zeit gab's eine Menge Diebstähle hier. Vor allem in den besseren Vierteln. Klar, dass sie das alles auf die armen Schlucker im Hafen schieben wollen. Ach, erzähl mir nicht sowas. Was gibt es denn hier Interessantes zu sehen? Hier gibt's einen Puff und eine Kneipe. Der Wirt heißt Cardiff. Wenn du Informationen willst, dann sprich mit ihm. Er ist der richtige Mann dafür. Brauchst du eigentlich Geld? Was war das? Hast du was zu verschenken? Nein. Aber direkt hier gegenüber ist das Haus von Lema, dem Geldverleiher. Er wird dir sicher ein paar Goldstücke geben. Geh nur zu ihm. Arbeitest du für Lema? Schlaues Kerlchen. Eigentlich war ich auf dem Weg ins obere Viertel. Ja klar, und ich wollte gerade aufs Schiff und mich zu meiner Audienz beim König bringen lassen. Leute wie du und ich kommen nicht mehr ins obere Viertel, seit die Paladine da sind. Ehrlich, ich hab's selbst erlebt. Gut zu wissen. Bist du Bürger dieser Stadt? Wenn du meinst, ob ich hier wohne. Ja. Aber ins obere Viertel lassen sie mich deswegen noch lange nicht. Nur die feinen Pinkel oder die Händler und Handwerker aus der Unterstadt kommen da noch rein. Die Leute aus dem Hafenviertel haben in Korinis nicht viel zu melden. Hier gibt's noch nicht mal eine regelmäßige Milizpatrouille. Ich hab was anderes gehört. Also das, was ich gerade sagen wollte. Gut zu wissen. Der König ist wohl auf dem Schiff. Weil er gerade eine Audienz meinte beim König auf dem Schiff. Da geht's auch durch, okay. Du siehst recht mitgenommen aus. Lange nicht geschlafen, wie? Zu lange, würde ich sagen. Komm ruhig näher. Bei mir wirst du finden, was du suchst. Du weißt gar nicht, was ich suche. Du sagst, du hast, was ich brauche. Auch Informationen? Aber ja doch. Was willst du wissen? Und es wird noch viel schlimmer. Ist hier in letzter Zeit was Aufregendes passiert? Kann man wohl sagen. Ist noch gar nicht lange her. Ein Dieb ist hier vorbeigerannt. Er hatte wohl in der Unterstadt einen Bogen gestohlen. Die Miliz kam natürlich wie immer viel zu spät. Er ist ihnen entkommen, ist einfach ins Hafenbecken gesprungen und weg war er. Interessant. Zeig mir deine Ware. Im Hafenbecken, das wäre natürlich auch ein gutes Versteck für die... Ne? So, für die Diebesgilde. Gar nicht abwegig. Ich speichere nochmal. Und dann würde ich gerne mal in die Kneipe reingehen und mich umhören. Ich glaube da nicht dran. Das ist ein normaler Bürger und... Hey Mo, ist das deine Kneipe? Hey, ich kenne dich nicht. Was willst du hier? Willst du in die Kneipe? Ja, ich will in die Kneipe. Ja, hast du was dagegen? Du hast hier nichts verloren, Kleiner. Ich will nur ein bisschen Bier trinken. Reg dich nicht auf, ich will nur ein Bier trinken. Okay, aber der Eintritt kostet dich 50 Goldstücke. So viel habe ich nicht. Vergiss es, du kriegst nicht ein Goldstück. Dann nehme ich mir halt alles, was du hast, sobald du im Staub vor mir liegst. Wow, der... Zur Hölle! Gold, haut das ist schon rein. Deine Waffe nehme ich mal lieber mit. Und es wird noch viel schlimmer. Was zum Henker? Ich habe überhaupt keine Chance gegen den Typen. Wie kriege ich den jetzt? Also das geht ja mal gar nicht. Warte mal, also erstens mal. Ich will meine Waffe wieder. Solange muss ich mit dem Nagelknüppel eben kämpfen. Ich heile mich mal eben wieder hoch. Ich glaube da nicht dran. Bevor ich in die Kneipe reingehe und mich umhöre. Und diesem Typen da, gut, jetzt gerade habe ich wahrscheinlich keine Chance gegen ihn, aber den werde ich nochmal so richtig reinhauen. Ach ja, bevor ich jetzt reingehe, fahre ich mal Laris, damit er noch was weiß. Ah, natürlich. Weißt du etwas über eine Diebesgilde in der Stadt? Du kannst Fragen stellen. Natürlich gibt es eine Diebesgilde hier, wie in jeder größeren Stadt. Und jeder kleine Taschendieb oder Hehler hängt wahrscheinlich irgendwie mit drin. Wer sagt denn sowas? Weißt du, wo ich die Diebesgilde finden kann? Nichts gegen dich. Aber wenn ich es wüsste, würde ich es dir nicht sagen. Diese Leute reagieren für gewöhnlich sehr empfindlich auf sowas. Wenn du dich mit ihnen einlassen willst, wäre ich sehr vorsichtig. Gut, Laris weiß, aber scheinbar
wo eine Diebesgilde ist. Jetzt habe ich halt leider meine gute Waffe nicht mehr von Coverlord. Muss ich dir nochmal zeigen, wer hier der Herr ist? Nee, ist ja schon okay. Ich will gar nicht mit dir reden. Ich mag dich gerade nicht. Ich will stattdessen mit Nagur und Cardiff reden. Genau. Hey, ich habe keine Zeit mit dir zu plaudern. Sprich mit Cardiff, wenn du Informationen willst. Okay, ich will mit Cardiff reden. Und das machen wir dann beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss.